Hast du gewusst, dass ein Hahn, wenn er auf eine Henne draufsteigt, dass das ganz sicher nichts mit Tante Hilde zu tun hat? Herzlich willkommen zur Wagemut Tasting Week 7 Tage 7 Rums. Heute geht es um die Tante Hilde, eine Spirituose, die extra der Tante Hilde gewidmet ist. Ein echter Leckerbissen aus Rum und einer der beliebtesten Früchte überhaupt. Der Rum selbst besteht aus Jamaika, Barbados, Panama und Trinidad-Anteilen. Nicolas Kröger von Wagemut nimmt dann einen riesengroßen Haufen der beliebtesten Frucht, und das ist die Erdbeere, und lässt sie im Rum schwimmen. Das möchte ich auch mal. Der Rum mazeriert den Geschmack und die Farbe aus den frischen Früchten. Und dann kommt er so in die Flasche. Rum und Erdbeere sind wirklich ein echtes Träumchen. Ich hoffe mal, der ist zurzeit überhaupt erhältlich. Ist ja ein Saisonprodukt. Wer verdammt ist jetzt Tante Hilde? Tante Hilde ist die ehemalige Nachbarin von Nicolas Kröger, die ihm damals unter die Arme gegriffen hat, als er seine ersten Schritte in Rumverkauf und Produktion gelegt hat. Und ich finde das ein schönes Zeichen von Wertschätzung.